Hadith 651, Aisha radiallahu anha berichtete, dass Quraysh in Sorge waren wegen der Angelegenheiten einer machsumitischen Frau, Machsumiyya, ja, also Stamm, die einen Diebstahl begangen hat. Sie sagten, wer legt beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam Fürsprache für sie ein? Und da sagten sie, wer würde sich trauen außer Usama ibn Zayd, dem Liebling des Gesandten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Usama sprach ihn diesbezüglich an. Also da ging Usama ibn Zayd radiallahu an zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, guck mal, diese Frau, die hat geklaut und so. Er wollte hier dafür sorgen, dass sie nicht bestraft wird. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du legst Fürsprache wegen einer Strafe Allahs ein? Er stand auf und hielt eine Ansprache. Wahrlich, Menschen vor euch gingen zugrunde, weil sie, wenn die Edlen unter ihnen einen Diebstahl begingen, davon absahen, sie zu bestrafen. Und wenn die Schwachen unter ihnen einen Diebstahl begingen, sie bestrafen. Bei Allah, wenn Fatima, die Tochter Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, einen Diebstahl beginge, würde ich ihre Hand abschlagen. Also Rasul sallallahu alaihi wasallam erklärte hier, es gibt keine Vetternwirtschaft oder Bestechungen, ja, und so weiter, sondern wer eine Straftat begangen hat, der muss die Strafe bekommen. Da kannst du nicht sagen, weißt du was, guck mal, ich kenne den und so weiter. Ja, so war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also sehr strikt. Und er sagte, selbst wenn meine Tochter das ist, macht, würde ich ihr diese Strafe eben vollziehen, bei ihr diese Strafe vollziehen. In einer anderen Überlieferung heißt es, das Gesicht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurde blass und er sagte, du legst Fürsprache wegen einer Strafe Allahs ein, o Usama. Usama sagte, bitte Allah um Vergebung für mich, o Gesandter Allahs. Dann befahl er, die Hand der Frau abzuschlagen. Also das war natürlich das Gesetz beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Diebe dann die Hand abgeschlagen werden. Natürlich gemäß ein paar Bedingungen, dass diese Sache auch abgeschlossen war und so weiter und so fort, einen mindesten Wert hat, dass der Dieb nicht aus Armut gestohlen hat und so weiter und so fort.